Oh! Was war das bitte? Hallo erstmal und herzlich willkommen, Freunde des Survivals. Heute steht auf meiner Liste Full Fathom, ein skurriles, dystopisches Ozean-Survival-Game, das 2024 noch erscheinen soll. Jedenfalls gibt es momentan nur eine Pre-Release-Version im Alpha-Status und wird vom Studio Demon House entwickelt. Ja, die Welt ist überflutet worden und wir sind Captain eines ziemlich kaputten U-Bootes, was einiges an Pflege und Reparaturen benötigt. Und dafür brauchen wir natürlich Ressourcen, aber auch Essen. Und das finden wir in den versunkenen Ruinen. Und weil wir da unten nicht allein jagen, sollten wir immer die Augen in alle Richtungen offen halten. Also, dann lasst mal abtauchen in eine Welt voller seltsamer Dinge und Kreaturen. So, das ist jetzt unser neues erworbenes U-Boot, beziehungsweise eher altes erworbenes U-Boot. Und wie ihr seht hier, das ist schon etwas angerostet, das Gute. Hier nehmen wir mal das raus. Das da oben ist irgendwie unser Bordcomputer, der nicht gerade der neueste ist. Und bei der Sprachsoftware hapert es auch noch ein bisschen. So, also wir müssen erstmal hier alles plündern, was geht. Und dann mal so langsam, aber sicher alles auf Vordermann bringen. Ravage Book hier. Haben wir noch einen Hammer. Ja, das ist hier quasi wie so die Kombüse, kann man sagen. Und ich zeige euch erstmal jetzt das Schiff, also das U-Boot. Wo fangen wir da am besten an? Ja, hier also ist die Kombüse oder auch die Mess Hall. Kann man ja hier sehen. Das ist das hier. Daneben ist der Switch Room. Also hier. Das ist hier der Sicherungsraum. Wenn hier mal die Sicherung rausspringt, müssen wir hier rein. So. Dann haben wir hier vorne unser Arbeitsbereich. Das ist hier unser Cockpit des U-Bootes. Hier kann man einige Sachen machen. Also hier kann man Außenbeleuchtung einstellen, Frontlichter, Innenbeleuchtung. Hier werden wir auch tätig, sobald wir losfahren. Unsere Engines, die wir hier neu starten können. Dieser Hebel ist ganz witzig. Wenn man den umlegt, gehen alle Sachen zu wie in einem Bunker. Fand ich irgendwie witzig. Wozu man das braucht, das weiß ich leider auch noch nicht. So, ansonsten haben wir hier unsere Sensoren nach außen. Die sind alle kaputt. Da werden wir uns aber auch gleich drum kümmern. Dann haben wir hier unseren Bordcomputer, der unsere Route berechnet und natürlich hier die Punkte, die wir alle anfahren können. Aber das ist gar nicht so einfach. Dafür brauchen wir Daten, also Kartendaten, die auf Disketten geladen sind. Ja, ihr hört richtig, Disketten. Floppy Disk, 3,5 Zoll. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Und dann bildet sich hier so ein Strich zwischen den Punkten, je nachdem, welchen Punkt man freischaltet. Und dann kann man sich dahin bewegen, also hinfahren. Ja, dann haben wir hier unsere Kajüte, also ziemlich abgeranztes Zimmer, ne? Vor allen Dingen auch Holzbeschlag und dann einfach rote Tapete draufgeklebt. Aber wir gucken erstmal in den Schrank hier. Oh, das nehmen wir noch mit. Und hier ist ein Zettel. Ein auf dem Drucker. Und was steht da? Hier gibt es eine Route 712. Ja. Also da sollen wir erstmal uns hinbewegen. Gut. Hier ist noch ein Speicherpunkt, den können wir mal gleich verwenden. Hier haben wir unseren, ja, ach so tollen Bordcomputer. Unser persönliches Log wahrscheinlich. Ach ja, übrigens, hier ist noch. Hier kann man noch einige Sachen rausnehmen. Hier ist noch unser Nachttisch. Das Bett kann man momentan nicht benutzen. Aber wie gesagt, ist noch eine Alpha-Version. Also es können hier auch diverse Fehler auftreten. Dictate was sent.
Aus der Fernseher runtergefallen. Hier steht noch eine Tasse und hier kann man die noch benutzen. Ah, da, guck mal, da ist eine Diskette. Die nehmen wir mal. Und dann stecken wir die hier rein. Ah, seht ihr? Jetzt hat er dann hier in den Bordcomputer reingeladen und dann sieht man hier diesen Strich, den wir jetzt befahren können. Und wir sollen ja 712 verlassen. Also stand doch da, beziehungsweise, ja, wir sollen ihn verlassen. Nicht hinfahren, sondern verlassen. Das ist ja hier, wie man hier sieht, unser Junction Room. Also hier kommt man rein ins Boot. Wahrscheinlich gibt es irgendwann später ein Fahrzeug. Dafür ist dann dieses Dockshutter da, ist aber momentan gesperrt. Hier ist unser Storage. Können wir gleich mitnehmen. Nur mal Licht anmachen. Hier können wir irgendwelchen Müll rausschmeißen. Ja, und hier sind dann unsere Sachen, die wir hier eingelagert haben. Jedenfalls, die schon eingelagert waren. So, das ist unser Inventar. Als erstes würde ich mal sagen, schmeißen wir mal das Essen raus. Das können wir später noch gebrauchen. Das Array nehmen wir mal mit. Das ist ein Sensor Array. Hier ist noch eine Fischdose. Die stecken wir mal hier hin. Das ist Schrott und ein Buch. Ja, und das können wir hier dann, glaube ich, hier reinpacken in den... in diesen Raum. Einfach reinschmeißen. Aber ordentlich. Ordnung wird hier groß geschrieben. Hier den Reparaturhammer, den können wir auch erstmal dahin hinlegen. Hier geht es dann in den Maschinenbereich. Und hier kann immer schnell was kaputt gehen. Das werdet ihr schnell feststellen auch. So, hier gibt es auch nochmal einen Sensor und eine leere Treibstoffhülse. Denn wir brauchen für unsere Maschinchen immer Treibstoff. Das ist hier die Anzeige. Momentan ist der Tank voll, kann aber relativ schnell leer gehen. Das ist unser Schiffchen von außen. Können wir mal ein bisschen hochschwimmen. Hier ist ein Turm, sehe ich gerade, ein Wasserturm. Sollte man vielleicht nochmal genauer betrachten. Hier ist Sauerstoff. Sauerstoff ist wichtig. Das sehen wir übrigens unten. Unten rechts, da haben wir zwei Werte, die grün sind. Der eine Wert geht immer runter, das ist Sauerstoff. Und der andere geht dann runter. Das ist quasi unser Sauerstoff im Blut. Der geht dann runter, wenn das andere auf Null fällt. Und irgendwann gehen bei uns dann die Lichter aus. Ist ja klar, wegen Sauerstoffmangel. So, da hinten ist ein Häuschen. Ich schwimme da mal hin zu dem Häuschen. Wir müssen immer unser Leben im Auge behalten, beziehungsweise unser Sauerstoff. Okay, was ist das hier? Ja, linke Maustaste immer im Rhythmus mit der Schwimmbewegung. Dann schwimmen wir schneller. Oh, was haben wir hier? Metallschrott? Wie sieht es denn eigentlich aus? Ah, okay. Wir müssen noch ein bisschen mit dem Haushalten. Ein Pipe Wrench haben wir hier. Ein Schraubenschlüssel. Das war's hier. Hier geht's auch noch weiter, aber haben wir denn eigentlich noch genug Platz? Es sieht nicht so aus. Hier ist ein Schrank. Ein Shredded Book. Was ich mit den Büchern alles machen soll, weiß ich auch nicht. Kann man wahrscheinlich verbrennen. Oh, hier ist noch ein Schraubenschlüssel. Na, den lassen wir mal liegen. Falls einer abhanden kommt, dann wissen wir, wo wir einen finden. Okay, meine Haut ist so, wie es aussieht, habe ich mich gerade irgendwie gepiekst.
Oh, ich muss mich beeilen. So wie es aussieht, verliere ich gerade Sauerstoff. Ich habe mich, glaube ich, irgendwie mit irgendwas infiziert. Es läuft irgendwas runter. Beziehungsweise, ich gehe mal zurück. Irgendwie ist mein Anzug wahrscheinlich durchlöchert. Ah, gehen wir mal rein, mal sehen, was passiert. Will der jetzt was von uns? Versuchen wir mal 753, ist ja die Fluchtroute. Beziehungsweise 712 könnte man auch nehmen, aber ich glaube, dann verpassen wir ja was. Er fährt weiter. Okay, 753 sind wir angekommen. Ja, gut. Schauen wir uns mal an. Ja, jetzt sind... Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Das ist also eine fortlaufende Karte. Und auf dieser fortlaufenden Karte sind das einfach nur Stationen, auf der wir Halt machen können. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einmal... ein Schneidewerkzeug. Kann man das eigentlich ausrüsten? Equip. Ja, na bitte. Wir können damit aber nicht schnell schwimmen, ne? Doch, geht auch. Aber man sieht das nicht. Ah, das ist natürlich schlecht. Da blinkt was. Volt Power. Nee. Da passiert nichts. Hier ist irgendwie ein Gebäude. Okay, so wie es aussieht, ist die Route, ist versperrt. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir das aufkriegen. Also wird momentan irgendwie mit Strom versorgt. Oder, nee, das heißt, wir müssen Strom wieder herstellen. So, ich habe hier irgendwas mitgenommen. Aber ich muss erstmal zurück zum Schiff. So wie es aussieht, haben wir jetzt neue Verbindungen hinzubekommen durch die Diskette. Das heißt also 762779 zu 777. Ich würde sagen, dann düsen wir doch mal zu... Fangen wir mal hier unten an, ne? Wir können ja hier, hier und hier, aber... Wir fangen mal bei 777 an. Ist eine schöne Zahl. Geht das? Ja, geht. So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist ja gar nichts. Bis auf das Gebäude. Da ist auch eins. Moment mal, wir machen eins. Damit das nicht nochmal passiert hier. Hier haben wir auch Sauerstoff. Dann fahren wir mit so einem Käfig runter. Dann kommen wir schneller an Sauerstoff. So. Ja, wir fahren erstmal hier hin.
gucken uns mal an, was das ist. Ach, das wird so ein Trafohäuschen sein. Na, schaut mal. Das Ding geht hier rein. Okay, alles klar. Wir brauchen dann diese Trafohäuschen. Rusty, there's a rusty lock. Ach, da. So, warte mal. Da haben wir doch... Ah ja, Gott, habe ich noch drinne. Sehr schön. Equip. Ich denke mal, wir brauchen das Ding. Ja. Gehen wir mal rein hier. Ein Pipe Wrench. Hammer. Und ein Rohr. Iron Pipe. Was ist das? Da hinten scheint eine Schubkarre zu sein. Das Problem ist, hier übrigens gibt es auch Sauerstoff. Was ist das? Wir haben doch diese... Boah! Was war das bitte? Ich glaube, ich verkrieche mich mal wieder. Ich gehe mal hier rein wieder. So, da sind Sicherungen ausgefallen. Wir haben doch ein paar Sicherungen. C-Fuse. Haben wir doch. Okay, ja, die entschuldigen sich hier. Da ist noch was zu essen. Ja, wir müssen erstmal was leer kriegen. Wir müssen gleich wiederkommen. Ist das eine Riesenkrabbe oder was ist das? Oh, weia. Ich versteck mich mal. Aber... Die will mir doch nichts Böses. Lass mich rein. Da kommt sie. Schnell hoch. Wo? Hier. Allein. Oh. Ich will noch mal zu dem Gebäude. Da kommt sie schon wieder. Nein, 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 nein. Da ist er. Oh Gott. Hat mich diesmal nicht erwischt. Glück gehabt. Nee, das ist nicht das Gebäude hier. Boah. Glück gehabt. Hier. Fuel Capsule. Hier ist ein Kühlschrank. Ich habe keinen. Ach so. Ja, ich hätte das erstmal wieder rausschmeißen müssen. What? Hat sie mich wieder gekriegt? So, wir machen uns jetzt noch auf den Weg zu dem letzten Punkt hier, den ich jetzt gefunden habe, die 702. Momentan befinden wir uns jetzt bei der 738. Und ich glaube, dass wir startklar sind. Ganz sicher bin ich mir aber noch nicht. Ja, 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 okay. Also, wir können losdüsen. Und werden mal jetzt weiterfahren. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Die Maschinen fangen immer schnell Feuer. So, hier gibt es immer viel zu tun in dem Schiff. Ist ja wirklich ein Schrottkasten.
Vulkan, das muss man mal sagen. Man muss immer ein bisschen Obacht halten, ob hier nicht die Maschinen abbrennen oder Wassereinbrüche sind. Das geht ja mal relativ schnell. Ja, das habe ich mir gedacht. Was war das denn jetzt? Sind wir irgendwo gegengefahren? Ist man einmal nicht im Cockpit? Ja. Jetzt. Ups. Das jetzt auch noch. Wie ich schon gerade gesagt habe. Jetzt brennen auch noch hier die Maschinen. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Sprit aus? Könnten wir eigentlich noch nachlegen, aber gut, reicht glaube ich noch. Ich weiß jetzt leider nicht, ob wir irgendwo ein Leck haben. Dann müssen wir mal gleich gucken. Hier sieht es gut aus. So, Switch Room, da müssen wir auf jeden Fall erstmal die... Sicherung anstellen? Ach ja, die Motoren müssen ja erst wieder gestartet werden. Aua, aua, aua. Eieiei. Hier. Irgendwie ist da an uns was dran, so wie das aussieht. Wir sind ja jetzt... Ja, wir sind da angekommen. Dann können wir mal rausgucken. Ne, hier sind wir falsch. Hier müssen wir rein. Einmal. Moment, Switch Room. Sind wir doch richtig. So. Dann gehen wir mal raus, gucken, was da draußen los ist. Wie man sieht, sieht man nichts. Oh. Doch, da ist irgendwas. Da schwimmt etwas Größeres. Kann man hier irgendwas sehen? Okay, wir gehen mal runter. Also so wie es aussieht, war das kein Stein, weil wir sind hier, oder kein Felsen. Wir sind hier im freien Wasser. Aber da unten leuchtet irgendwas. Was ist denn das? Und da hinten ist irgendein Schatten gerade gewesen. Fahren wir mal runter. Oha. Ach, das ist eine Stadt. Oder was ist das? Da leuchtet irgendwas. Alte Ruinen. Das sind alte Ruinen. Das ist ja unglaublich. Und was ist das hier? Sieht aus wie so ein altes U-Boot-Wrack. Und hier geht's noch tiefer. Da leuchtet Licht. Okay, da müssen wir mal hin. Da ist ein Licht an. Aha, guck mal, hier steht eine Kiste. Okay. Kann man die aufmachen? Ja, was drinne? Ein C-Type Fuse, alles klar. Die brauchen wir, um das Tor zu öffnen. Ich nehme an, das ist genug hier. Und was ist da noch drin? Scrap. Na gut, da können wir den Scrap ja mitnehmen. Oh, ah, ja, wir müssen zurück. Oh, oh, ja.
So. Nein, ich ertrinke. Glück gehabt. Das ist ein altes U-Boot hier, was hier rumliegt. Guck mal an. Da sind irgendwelche zwei hellen Augen in der Dunkelheit. Wie gruselig. Na gut, C. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir die C-Fuse-Types oder die Sicherungen hier finden. Dann können wir eigentlich hier hoch wieder. Ich glaube, das ist ein... Hier gibt es nichts weiter, ne? Oder? Da kommt irgendwas näher mit zwei hellen Augen. Und ich will hier nicht sein, dann, wenn das Vieh hier ist. Wo ist denn jetzt mein Korb? Das ist so ein großer Wurm, ist das. Ja, dann können wir ja eigentlich zurückfahren und die noch einbauen, die Sicherung. Dann sollte sich das ja erledigt haben, ne? So. Und einmal rein hier. Ah ja. Ich muss was essen. Ach Gott, hier ist. Ach, hier ist noch ein Loch. Oh nee. Ich sauf hier auch noch ab. Das auch noch. Ich muss schnell was essen. Sonst hier. Okay, das haben wir. Jetzt brauche ich auf jeden Fall einen Reparaturhammer. Der war doch hier, glaube ich, drin, ne? Der Reparaturhammer. Da hinten liegt der Repairhammer. Ja, leider habe ich jetzt aber keinen Space. Hier, wenn wir das rausschmeißen. Alles. Wir ertrinken in unserem eigenen Boot hier. So. Gut, erstmal hier den Hammer ausrüsten. Equip. So, und jetzt noch. So, ja, jetzt müssen wir erstmal Luft holen. Mal ein bisschen Wasser rauslassen und dann müssen wir die Lenzpumpen laufen lassen. So. Oder die manuelle Pumpe hier. Auch ziemlich gut gemacht. Man muss einfach nur die Maus schnell hinnehmen. Hin und her bewegen, nach links oder rechts, oben oder unten. So, jetzt alle, hat sich ja alles verteilt, ne? Die ganzen Regale sind leer, so. Kommt immer noch rein. Ich glaube, das ist der Druck. So, Wasser ist raus. Ah, es läuft immer nach, ne? Na gut. Dann düsen wir mal ab hier. Und zwar, wir waren glaube ich 777 müssen wir. Bin mir nicht ganz sicher. Und starten. Ja, auch noch. Area Lights. It will take some time to get back, Captain. Perhaps you will find this useful. Hyper! Fuel Capsule! Moment, warte mal, wir schmeißen mal hier was raus. Das essen wir.
Aber ich glaube, die kann ich gar nicht tragen, oder? Doch. Ich nehme die mal so mit. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen hier Dampf geben. Ah ja, ich muss es... Nee, oder? Die Maschinen brennen wieder. Und wenn ich das jetzt hier reinpacke, Moment mal, ist jetzt weg? Ne, ist doch so. Ja gut, dann können wir jetzt hier mal durchziehen. Motoren starten und losdüsen, ne? Los geht's! Jemand die Klappen. Ja, genau. So, und jetzt können wir los. Ja, warum? Alles klar. So, aber wieder hoch. Und dann fahren wir mal. Ach, wir sind schon da. 777. Alles klar, müssten wir ja jetzt aussteigen können. Schon wieder ein Feuer im Maschinenraum? Das gibt's doch gar nicht. So. Jetzt ist aber gut. Und was macht der Wassereinbruch? Ach, ist wieder alles voller Wasser hier. Gibt's doch nicht. Fertig. Das läuft rein, ne? Haben wir irgendwie ein Leck. Wo ist denn jetzt eigentlich der Hammer? Mir säuft die Hütte ab. Na gut, dann... Ja, wir müssen erstmal die... Sicherungen... Die müssen wir einbauen. War das hier drin? Ich glaube ja, ne? Na, ich bin mir nicht ganz sicher. War das hier? Da ist ein Schloss vor. Jetzt habe ich natürlich keinen Schraubenschneider mit. Das muss doch hier gewesen sein. Ach nee, Quatsch. Das war doch hier gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall... So, Wasser ist raus.
Oh, hier kommt immer noch Wasser rein. Ich krieg das nicht repariert. So, dann die Engines starten. Außenbordbeleuchtung und wir müssen zur 712 müssen wir. Da ist der Exit. Kommen wir vorwärts? So, 712 haben wir gesetzt. Ja, ist okay. Dann können wir ja... Ja, wir fahren. Das ist gut. Maschinen laufen. Zeiger bewegen sich. So, wir können sogar auch rausgehen. Das ist das Schöne. Ja, lassen wir mal. Mal sehen, ob das gleich alles voll ist. Und dann sehen wir hier, wie schön wir hier durch die Gegend fahren können. Können wir alles schön beobachten. So, geht wieder nicht weiter. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Der Engine Room schon wieder. Also wie oft das Ding brennt, weiß ich auch nicht. Hätte ich schon längst ausgetauscht. Beide Maschinen auch noch. Wasser ist hier nicht drin, ne? Nee. Gut, dann sprinten wir mal wieder ins Cockpit. Die Maschinen starten. Ah, jetzt fahren wir wieder. Gut, wir lassen mal jetzt das Rotlicht. Ihr braucht natürlich auch nicht draußen stehen und zugucken. Ihr könnt es natürlich alles über die Sensoren machen. Und diese Sensoren, die findet ihr auch überall. Da liegen die rum. Also in verschiedenen Kisten, Häusern. Und dann könnt ihr das hier am Schiff anbauen und dann könnt ihr dann über das Sensorskop könnt ihr dann alles einbauen und dann könnt ihr das da beobachten. So, da müssen wir hin. Und ich denke mal, jetzt können wir flüchten. Das wäre dann das Ende. So, Licht an. Halt, Moment. So. Ich will nur mal schauen hier. Ja, ist kein Wasser mehr drin jetzt. Sind wir jetzt hier falsch gefahren? Ach ja, klar. Wir waren schon richtig da unten. Gut. Wir brauchen jetzt... Nee, wir sind noch gar nicht da so richtig. Jetzt sind wir da, ne? Route ist blockt. Alles klar. Okay, okay, okay. Das heißt, wir waren schon richtig bei der 777. Da braucht man ja den Schrauben. Ja, da müssen wir doch nochmal zur 777.
Licht ist ja wieder aus, stimmt ja. Aber sobald ich das Licht hier einschalte... So. Wir sind unterwegs. So. Müssten wir ja bald da sein. So, geht wieder das Licht aus. Brennen die Maschinen schon wieder? Langsam reicht's aber hier mit dem... Mit dem Motor in diesem Schiff. Überhaupt nicht verlässlich, das Ding. Reparieren wir nochmal. So, dann starten wir wieder die Maschinen. Ja, laufen beide wieder. Licht machen wir jetzt nicht an. Brennt ja gleich wieder die Maschine da, die Dieselmaschine. Und wir bewegen uns, das ist gut. Außerdem bei Rotlicht ist es ja eh besser mit Fahren. Gewöhnen sich die Augen mehr an der Dunkelheit. Ja, sind wir da. So, und wir müssen jetzt... Ach Moment, wartet mal. Ich brauche den Schrauben, nicht den Schraubenschlüssel, die Drahtschere brauche ich. Ich glaube, die habe ich hier reingeschmissen. Habe ich noch Platz? Ja, reicht noch. Einmal hin da. Ich glaube, die Tür ist hier. Nee, ist richtig. Gott. Und wir brauchen jetzt diesen Bolzenschneider. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Hier ist noch Oxygen. Okay, also High Voltage ist restored. Also wäre jetzt auf jeden Fall ein günstiger Zeitpunkt, zurück zum Tor und hier abzudampfen. Mir ist gerade aufgefallen, mit dem Bolzenschneider kann ich gar nicht schneller schwimmen. So, den können wir mal weglegen jetzt. So, jetzt müssen wir zu dem Tor fahren und das aufmachen. Also 712. Power appears to be on. What the fuse box?
Motoren laufen ja. So, vielleicht sollten wir den Motor nicht so überfordern. Im grünen Bereich fahren. Vielleicht brennen dann die Maschinen nicht durch. Ja, hier ist das Teil, was ich meinte. Wo man dann auch gucken kann. Man muss es, glaube ich, nur einschalten. Achso, geht ja gar nicht. Ja, dazu muss man ja erstmal... die Sicherung wieder einschalten. Aber auch ein krasser Sicherungskasten. Ja, und da gibt es natürlich einige Sensoren, die kaputt sind, die muss man ersetzen. Aber man sieht dann hier, man kann dann auch alles schön beobachten, wenn man hier lang fährt. Einige Sensoren habe ich ja schon wieder hergestellt. Vier fehlen oder so, vier oder fünf. Ich glaube, der hier ist am besten immer. Da sieht man immer, wo man hinfährt. Oh, wir sind jetzt 760. Ja, ja, war klar, ja. Kann sein, dass jetzt der Sprit aus ist. Hätte Sprit nachfüllen sollen. Ja, habe ich mir gedacht. Einmal Sprit machen. So, Tank ist voll. Und einmal die Maschinchen starten. Hier wieder die Sicherung. So, und dann müssten wir ja gleich ankommen. Können wir jetzt ein bisschen Stoff geben. Na bitte, sind wir ja da jetzt. Route ist blockt. So, jetzt wird's spannend. Müssen wir jetzt hin? Einmal durch die Tür und einmal den Knopf betätigen. Na bitte, geht doch. Dann können wir jetzt durchfahren mit unserem Schiff und hätten den Auftrag erledigt. So. Und einfach mal weiterfahren, ne? Oh! Ja. Leute, das war's von Full Fathom. Tolles Spiel, gefällt mir sehr gut. Wenn ihr es auch spielen wollt, schaut mal auf Steam vorbei. Da gibt es als Demo momentan zum Testen. Wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder im nächsten Livestream. Bis dann. Tschüss.